Nee, 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 nee. Da werden wir jetzt Scoutmasters. Da bin ich leider auch nicht dabei. Schade. Oh, okay. Hätte es sein können, dass wir sozusagen eine neue Quest freischalten, dadurch, dass wir die alte Quest, also dass wir sozusagen die nächste Quest von dem Scheusal erledigen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das ein scheiß Scheusal ist, ey, dass der uns so auf den Arsch geht. Hätte man das herausfinden können? Hätte man das herausfinden können? Ich weiß nicht. Dance of the Dead. Hätte man das herausfinden können, ist die Frage. Hm, vielleicht. Vielleicht durch den Satz, dass da ein Fluch dran hängt. Vielleicht. Das wollte ich auch noch alles machen hier, ne? Das ist... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sozusagen offline machen soll oder ob ich das jetzt mit euch machen soll. Weil dann kommt nämlich jetzt so zum Beispiel wirklich sowas hier wie mit dem Scheusal. Kommt dann an euch einfach vorbei, wisst ihr? Und das finde ich dann auch ein bisschen schade. Also, dass es euch dann nicht so erwischt wie mir. So, was ich aber jetzt vorhatte, habe ich glaube ich schon gesagt. Nee, hatte ich nicht gesagt, ne? Ich habe vor, mir Apps zu sammeln, um halt jetzt um meine Skill zu erhöhen von den Monstern, weil ich finde, das ist ziemlich wichtig. Also, und wir haben ja noch so viele Punkte, sage ich mal, von den Apps her, die wir noch brauchen könnten. Und ich denke mal, das ist ja noch nicht das komplette Ende. Also ich hätte ganz... Also ich... Na, ich denke mal, das ist noch lange nicht Ende. Deswegen, also... Wir können natürlich hier noch ein paar Boosts machen. Oder halt sowas hier. Das wäre natürlich riesen sick, ne? Wenn wir hier diese 50%, weil das ist wirklich ziemlich, ziemlich teuer. Ich versuche gerade ein bisschen viel zu reden, weil ich mir gerade was angegossen habe. Und ihr werdet es sowieso hören, weil das nämlich genau neben dem Mikro ist. Deswegen... So... Fertig. Fertig eingegossen. Das ist jetzt nicht so geil. Nee, ich will einfach hier diesen... Das brauche ich noch nicht. Das brauche ich auch nicht. Das auch nicht. Ich brauche einfach... Oder das hier wäre auch nicht schlecht, ne? Skill Expansion für mich selber. Ich brauche aber wirklich... wo ist denn das jetzt? Bin ich doof? Hier. Ich brauche einfach das hier. Das ist ziemlich essentiell, finde ich. Und danach werde ich dann wieder sozusagen aufhören. Sage ich mal. Weil ansonsten würde ich dann wirklich, ich sag mal so, mir das Spiel kaputt machen, weil ich halt zu schnell dann wäre mit den Leveln von den APs und so weiter. So, deswegen schauen wir uns nochmal die Welt an von dem DSC, sage ich mal, den ich runtergeladen habe. Und zwar Death Has Its Application. Da gehen wir jetzt hin. Ja, ich will annehmen, dass ich dafür keinen Marker kriege, ey. Frechheit. Einfach nur Frechheit. So. Ich habe ja gesagt, dass ich das DM jetzt nicht so verfolge, so krass. Aber... Ich habe natürlich mitbekommen, dass es Rowdies extrem viel auf der EM sind. Wisst ihr eigentlich, warum das so ist? Es gibt einen ganz einfachen Grund. Und zwar ist das sozusagen der Abschied. Das ist sozusagen der Abschied von den Hooligans. Denn ich glaube, ich kann nicht mit denen reden, deswegen. Deswegen lohnt sich das auch nicht. Und zwar ist es der Abschied, denn. Die nächste Weltmeisterschaft ist, glaube ich, in Russland. Und da gibt es extrem strenge Regeln. Das heißt, die können da nichts machen. Die nächste EM ist in Europa verteilt. Komplett. Dadurch kann man sozusagen nicht planen.
die Hooligans können halt nicht planen. Und ich sterbe hier einfach eiskalt, ne? Oh, ich habe ja gespeichert. Lol. Achso, ich... Ja, stimmt, ich werde ja so hingeschmissen. Und... Ja. Und dann kommt halt... In irgendein Wüstenstaat... Ich weiß gerade nicht, wo. Wo auch die Handball-WM war. Letztens. Dann ist da halt noch das Ding. Also die WM dann wieder. Und da können die sowieso nichts machen. Weil die ganzen Scheichs werden da sowieso extrem hohe Kosten haben an den Karten. Und auch übelst viel Sicherheitsleute haben. Deswegen kann man da auch nichts machen. Das heißt, es war wirklich sozusagen diese Aktion in der EM von Frankreich ist leider sozusagen wirklich die Abschiedstour. Wieso leider? Aber also so eine Hooligans braucht man einfach nicht zum EM-Spiel. Die sollen es einfach bloß so genießen. Aber irgendwie tun sie das leider nicht. Das ist ziemlich schade. Der sieht nice aus hier. Ally Conter, was ist das denn für ein scheiß Viech? Das ist ja gemein, ey. Wenn ich ihn angreife, dann gibt es eine Chance, dass er sozusagen darauf reagiert. Alter, der lebt ja immer noch. Nein, lauf doch nicht weg. Och, shit, ey. Ah, ich hätte sie angreifen müssen als erstes. Alter, der hält aber viel aus. Oh, toll. Na, der Versuch war es wert. Blitz. Auch nicht. Hm. Mal heilen. Ich krieg auch nicht so viel EP. Kann ich euch gleich zeigen. Aber die Musik ist cool. Der ist aber... Ah, okay, der hält nicht so viel aus. Okay, okay. 11 EP, also das ist ja wirklich gar nichts, oder? Also von daher, wir können doch mal hier ein bisschen rumgucken. Also hier habe ich ja noch nichts so richtig gefunden. Oh, fuck. Ja. Einfach mal Megiddo machen. Megiddo, falls ihr es nicht kennt, ist eine allmächtige Attacke. Achso, du hast Counter. Cool. So, ein bisschen Media machen. Interessant, ne, dass mein Media stärker ist als das Media von Supana. Aber es hängt doch damit zusammen, was ihr mir mal erklärt habt, dass es sozusagen, dass meins verstärkt ist, dadurch, dass so viele Leute das haben, also diese plus 4. Es kommt halt dadurch, dass sozusagen, vielleicht bringt der Schritt was. Nee, auch nicht. Aua. Das. Ja. Dadurch, dass es 4 Dämonen haben in meinem Team, ist es halt sozusagen verstärkt. Ist eigentlich... Ah, okay, Feuer ist bei dir gut. Das ist eigentlich ziemlich interessant, weil so könnte man auch wirklich ein bisschen predikten darauf, dass ich sozusagen Skills mache später, die auch ein paar bestimmte Monster haben. Achso, du hast kein Mana mehr. Ach, bin ich doof. Du bist in meinem Team, ne? Ja, natürlich bist du in meinem Team. Ach, scheiße, jetzt hast du kein Mana mehr. Na gut. Und das könnte halt ziemlich... Ja. Ziemlich interessant werden. So. Das so zu machen, wisst ihr? Also... Wo war ich? Ich habe schon wieder vergessen. So. Ich will ihn vernichten. Ganz schnell. Jetzt habe ich leider keinen Mana mehr für die Scheiße. Ja, Agi hat auch nichts gebracht. Ne? Er mal Zahn machen oder so ein Scheiß. Oh, er rennt bestimmt weg. Ah, er kann nicht wegrennen. Weil ich nämlich vor ihm dran bin. Jawohl, er ist weg. Jetzt schön heilen.
Also, dass ich sozusagen wirklich... Ich weiß nicht, wie hoch ich das stacken kann, deswegen... Dass ich so vier Monster habe, die später dann sozusagen Angriffe haben. Also hier so ein Bouncing Claw zum Beispiel, dass ich das viermal habe. Dass ich dann das so immer hoch stacken kann, wisst ihr? Also das wäre doch ziemlich nice eigentlich, glaube ich. Ah, Alter, das ist eine allmächtige Attacke, ne? Ziemlich fies, ey, von dir. Gugu Marz. Ziemlich gemein von dir. Und ihr seht, wir haben eine 10-Punkte-Karte erhalten. Eine 10-App-Punkte. Haben dafür extrem viel Schaden genommen. Aber immerhin. So. Es hat es sich gelohnt. So, was ist hier? Nichts. Oh, das ist interessant. Ah, hier. Die haben doch... Die haben in Lucifer's Call haben die immer was verstärkt. Wisst ihr noch? Wenn man die fusioniert hat. Da wurden immer die gleichen Monster... Also kamen die gleichen Monster raus. Und... Ja, die haben dann halt sozusagen... Was verstärkt. Also zum Beispiel Glück oder... Stärke. Also Glück und Stärke. Also immer zwei Sachen. Und das war eigentlich ziemlich geil. Du was? Bist du vielleicht schwach gegen Feuer? Nee, bist du nicht. Überhaupt nicht. Ah, die rennen jetzt alle weg. Oh. Du möchtest auf den Sack bekommen. Okay. Nice. Krieg ich jetzt zweimal? Oh. Ich krieg sogar was anderes. Light Grimoire. Okay, gucken wir mal, was war das nochmal? Ach. Mit den EP. Ah, kann ich für den kleinen Frechdachs benutzen, den ich mir bald holen werde. So, jetzt habe ich 10 App-Points. App-Points. Kann ich... Hoppala. Kann ich euch gleich nochmal beweisen, dass ich das habe? Ja. Jetzt habe ich 10. 11 habe ich. Beziehungsweise 11, ja. So, ich möchte aber noch ein bisschen mehr Punkte haben. Ich finde es extrem interessant hier. So, du machst den bitte jetzt fertig. Jawohl. Müssen wir uns merken. Bouncing Claw machen und dann fertig machen. Okay, wenn ich ihn angreife, macht er keinen Counter. Nur wenn er sozusagen ein Ally abkriegt. Also wenn es ein... Warst du nicht gerade gegen Feuer schwach? Warum denn jetzt nicht mehr? Interessante Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Wenn ihr wisst, aus welcher Serie das ist, dann habt ihr eure Kindheit nicht verschenkt. Na klar, habt ihr sie verschenkt, aber... Also, die Kindheit ist dann vorbei, aber... Dann habt ihr halt was Cooles gesehen in der Kindheit. So. Ich mag übrigens sowas nicht, wenn man sowas einfach mal so andeutet und dann niemals sagt, was ist, aus welcher Serie das überhaupt ist. Ich glaube, ich habe nur eine Vermutung. Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau. Fakten, Fakten, Fakten war, glaube ich, von der Wochenshow, die mit dem einen Typen da, Hohecker, der Komödiant, auch dabei war. War das die Wochenshow? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ja. Ich glaube, das hieß die Wochenshow, glaube ich. So, du bist als erstes dran. Du machst gleich mal einen Schock. Schade. Und weg mit dir. Jawohl, schon mal 10 Punkte. Germany, 12 Points. Hat ja leider diesmal nicht funktioniert. Also nicht so gut. Obwohl ich muss ehrlich gesagt gestehen, also bei dem Eurovision Song Contest, was ich mir eigentlich damals immer ziemlich gerne angeschaut habe, aber die letzten Jahre habe ich leider nicht mehr geschaut, was eigentlich ziemlich schade ist. Aber ja, fand ich eigentlich gar nicht so schlecht den Song. Ich finde sie interessant.
Eine 20. Okay, das reicht schon mal. Eine 20-Punkte-Karte. Also ich fand die Sängerin ziemlich cool. Ich weiß jetzt nicht ihren Namen. Ihr könnt ihr bestimmt nachgoogeln. Eurovision Song Contest Germany 2016. Und ja, ich fand sie ziemlich cool eigentlich. Also wir müssen sie natürlich benutzen, die Karten. Und vom Look her fand ich sie jetzt auch mal was anderes als immer so Standardtypen, sage ich mal. Die ist halt ein... Die mag halt sowas, so Anime-mäßig Zeug. Das finde ich gut. Das sollte sie auch beibehalten, dass sie so diese Persönlichkeit von sich selber sozusagen beibehält und nicht vom Management jetzt gesagt bekommt, du müsstest dich jetzt so ändern, damit wir diese Gruppe von Kindern oder halt von Erwachsenen kriegen und so weiter. Also ich hoffe mal nicht, dass sie sich so stark verändert später. Weil man weiß ja nie, wie einem der Ruhm in den Kopf steigt sozusagen. Also es kann ja auch sein, dass sie total abstürzt, dass sie halt irgendwelche Drogen nimmt und so weiter. Das wollen wir natürlich nicht. Ne, wer will denn sowas? Schon beim, wer will denn sowas? So, wir machen uns jetzt mal auf den Weg. Reicht es? Oder wollen wir... Ach komm, wir machen den Sack zu und holen uns den letzten... Alter. Wir holen uns den letzten Punkt auch noch. Oder? Ja, kommt. Machen wir auch. Okay. Next. Na, versuchen wir es einfach mal. Schade. Ah doch, ist der weg. Okay, sehr schön. Dann können wir den auch noch angreifen. Dann ist der auch weg. Nice. Jetzt müssen wir den Kampf nur noch gewinnen. Das ist immer eine wichtige Sache, dass man hier den Kampf gewinnt. Boah, scheiß Megiddo. Ich hasse das. Nee, das ist mir zu unsicher. Mach mal Angriff. Alter, okay. Okay. So. Er hat leider keinen Mana. Das ist natürlich scheiße. Mach einfach mal. Oh, schon wieder Mist. Ist aber jetzt nicht so geil. Naja, das ist auch nicht geil. Aber der ist weg. Alles klar. Das heißt nur noch einen Gegner. Es läuft. Ich wollte noch duschen, ey, bevor ich jetzt gleich nochmal pennen gehe. Oh, okay. Das mag er anscheinend. Oh oh. Eieiei. Kann ich fliehen? Ich will nicht fliehen. Aber ich habe ihn gerade geheilt. Fliehen? Ah, schade. Mist. Ja, ich habe ihn gerade geheilt, deswegen hat es jetzt nicht so viel gebracht. Ah, gut. Dann lassen wir das noch. Ja, ich bin ein bisschen geschwächt. Ey, wir haben schon wieder hier im kompletten Part gar nichts gemacht an so neuen Quests, sag ich mal. Aber nichtsdestotrotz zeigen wir euch jetzt... Ne, warte mal. Ich habe eine bessere Idee. Weil ich hatte mir ja gesagt, dass ich sozusagen eigentlich auf Dings spare. Und deswegen, also auf Level 23 spare. Deswegen hole ich mir jetzt noch einen Expand. Oh, jetzt kostet der schon 6. Krass. Geil. So, jetzt haben wir nämlich noch einen Platz. Können wir hier irgendwas... Ach Quatsch, nicht in der Taverne, Mensch. Ich möchte in Dings was abgeben. Hier. Kann ich hier irgendwas abgeben? Sehr schön. Okay. Ja, ja. Please careful. Bla, bla. Okay. Wir gehen jetzt nochmal zu dem anderen Terminal, um uns einfach nur nochmal ein bisschen Gold zu holen. Also, beziehungsweise Marker. Nach... Bin ich jetzt... Ja. Ja, ist der richtige Weg.